220. Wiener Derby steht vor der Tür. Die Austria empfängt Rapid Wien. Es ist kein Spiel wie jedes andere, wenn man sich die Konstellation anschaut. Rapid Wien auf Platz 5, die Erwartungshaltung der Hütteldorfer war sicherlich anders. Aber im Frühjahr soll alles wieder anders werden. Wir haben uns die Pressekonferenz live für euch angesehen und für euch in voller Länge gefilmt. Wir sehen uns danach wieder. Jetzt im Jahr 2017 hier im Allianzstadion. Wir stehen mit Vorfreude vor dem Beginn in die Frühjahrssaison 2017. Und ich darf am Podium bei uns begrüßen unsere beiden Geschäftsführer. Erstmals sozusagen offiziell in Funktion den Freddy Bickel, den Christoph Beschek für die wirtschaftlichen Belange und selbstverständlich auch unseren Cheftrainer Damir Kanady und den Stefan Schwab. Darf vorab übergeben, wie das bei uns sich schon eingebürgert hat, das Wort dem Christoph, der ein paar interessante Infos und News für uns hat aus dem wirtschaftlichen Bereich, Vermarktungsbereich etc. Ja, sehr gerne. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz des SK Rapid im Jahr 2017. Und nachdem es sich um die Frühjahrspressekonferenz und den Auftakt in ein sehr, sehr wichtiges Jahr handelt, darf ich einige Informationen Ihnen mitgeben, die aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig sind und auch ein Stück strategisch, wie wir diese Saison oder die verbleibende Saison nun angehen wollen. Sie alle wissen, dass der SK Rapid mit einer sehr hohen Erwartungshaltung in die Saison 2016-17 gegangen ist und wir nun nach einem durchwachsenen, mitunter auch enttäuschenden Herbst auf einem Tabellenplatz stehen, der für den SK Rapid doch sehr ungewöhnlich ist und mit Sicherheit auch nicht den Ansprüchen des SK Rapid entspricht. Aber Teil unserer Identität als Rapidlerinnen und Rapidler ist es auch, gerade solche Situationen anzunehmen, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern im Gegenteil die Ärmel aufzukrempeln, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und diese Situation, diese Herausforderung anzunehmen. Wir haben uns sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wollen wir nun insgesamt als Verein dieses Frühjahr angehen und haben uns zu einem durchaus, wie ich meine, innovativen, spannenden Fotoprojekt entschlossen, wo wir symbolisch unser Motto, das wir für das Frühjahr definiert haben, nämlich alle gemeinsam jetzt erst recht darstellen und symbolisieren. Auf diesem Foto werden Sie sehen, die Mannschaft, Legenden, Fans, unseren Präsidenten, unseren Trainer, schlichtweg ein Teil der gesamten Rapid-Familie, wo wir symbolisieren wollen, wir wissen, die Situation realistisch einzuschätzen, aber wir werden gemeinsam diesen verfahrenen Karren wieder in die Erfolgsspur bringen, wir werden alle gemeinsam mithelfen, Rapid wieder in die Erfolgsspur zu bringen und dorthin zurückzuführen, wo wir den SK Rapid schlussendlich auch sehen und das Ganze mit Teamgeist, Zusammenhalt und der gesamten Kraft, die der SK Rapid schlussendlich auch hat. Es wird mit Sicherheit nicht einfach, aber wenn wir es schaffen, diese Kräfte zu bündeln und daher eben auch dieses symbolische Bild, wo die Rapid-Familie abgebildet wird, dann können wir mit Sicherheit einen Teil dazu beitragen, dass das Frühjahr so angegangen wird, wo richtig spürbar ist. Wir wollen alle gemeinsam größtmöglichen Erfolg, aber dazu noch später mehr. Als Fotokünstler konnten wir hierfür gewinnen den Lukas Maximilian Hüller. Vielen, vielen Dank auch für die hervorragende Zusammenarbeit. Das Foto wurde geschossen im Lernzentrum Walz, weil die normalen Fotostudios diesem herausfordernden Projekt nicht gewachsen gewesen wären. Und ein Dank auch an den Andi Marek und seinem Team, der schlussendlich 50 Personen, die da mitbeteiligt waren, koordiniert haben, sodass das auch sehr rasch und effizient, das Fotoshooting als solches, abgewickelt werden konnte. Für den Lukas und sein Team war das ja doch ein Aufwand, der, ich glaube, mehr als eine Woche in Summe dann gedauert hat, damit das alles auch in dieser Art und Weise funktioniert hat. Auf dem Bild, ich habe es zuvor angesprochen, Spieler wie der Kapitän Steffen Hoffmann, eine Reihe an Spieler der Kampfmannschaft, unser Cheftrainer, der Damir Kanadin, der Freddy Bickel, Andi Marek, Vereinslegenden wie Funke Feurer, Andi Herzog oder auch junge
Rapid-Fans, wie auch Persönlichkeiten wie Jürgen Hartmann, der gerade in Rapid-Fankreisen auch sehr bekannt ist mit seinen Rekordbesuchen an Spielen, Stefan Singer und viele mehr. Dieses Foto werden wir auch als Plakat unseren Fans zur Verfügung stellen. Ab Mittwoch haben Jahreskartenbesitzer, Vereinsmitglieder, aber auch Tageskartenkäufer die Möglichkeit, im Fanshop im Allianzstadion dieses kostenlos zu erhalten, solange der Vorrat reicht. Und ich darf nochmal ein Fazit abgeben, bevor wir dann auch den Lukas als Fotokünstler zu Wort bitten. Rapid ist eine Gemeinschaft. Wir brauchen die Unterstützung aller, damit wir gemeinsam wieder in die Erfolgsspur kommen. Es wird eine gewaltige Kraftanstrengung notwendig sein, das wissen wir alle. Aber das Motto, alle gemeinsam, jetzt erst recht, trifft es auf den Punkt. Und ich bin zuversichtlich, dass viele, viele Fans mit im Stadion dabei sein werden, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesamte Rapid-Familie hinter unserer sportlichen Führung, hinter der Mannschaft stehen und genauso ihren Unterstützungsbeitrag leisten, damit wir, wie gesagt, den Kahn wieder in die Erfolgsspur bringen. Danke, Christoph. Ich weiß, dass du noch ein, zwei andere Themen, aber darf dazwischen gleich mal den Lukas zu uns bitten. Dieses Bild haben wir natürlich auch für euch dann vorbereitet. Die Version, die es dann im Fanshop gibt, ist wesentlich größer. Ab Mittwoch, übrigens erhältlich gegen Vorlage der diversen Karten. Und ja, Lukas, danke, dass du auch jetzt noch Zeit hast. So, der Laie sieht jetzt ein Foto, denkt sich, super, Foto geschossen, ausgearbeitet, dauert ein paar Stunden maximal, aber das Projekt ist ja wesentlich größer. Kannst du uns zum einen schildern, was steckt da wirklich dahinter? Und nachdem dich die wenigsten wahrscheinlich hier kennen, vielleicht kurz davor sagen, was du eigentlich so hauptberuflich machst, natürlich Fotograf, aber welche Projekte da bereits von dir verwirklicht wurden? Ja, schönen guten Morgen alle miteinander. Danke, dass ich hier sein kann und dass wir es geschafft haben, so ein Projekt zu machen. Also kurz weg zu sagen, ich komme aus der Seite der inszenierten Fotografie, sehr in der Kunst angesiedelt, wo wir sehr große Projekte, ich sage wir, das in meiner Teamarbeit ist, machen, die sehr jugendbezogen sind. Mit mehreren hunderten Kindern und Jugendlichen gibt es Projekte, sind entstanden mit SS Kinderdorf-Projekten, mit UNHCR etc. Das sind so größere Geschichten. Und so habe ich eigentlich auch Rapid kennengelernt, weil ich mit dieser Technik der Gigapixel-Fotografie arbeite. Und wir haben im Sommer das Eröffnungsspiel als Gigapixel fotografiert und auch das Familienfoto gemacht. Und dann hat mich vor zwei Wochen der Andi Marek angerufen und gesagt, er hat eine Idee und das soll in zwei Wochen fertig sein. Nachdem ich aus der inszenierten Fotografie komme und ich weiß, was das also für mit sich bringt, so ein Ding in eine Studie zu setzen und eben auch, dass man den Ausdruck der Menschen, die da teilhaben, ein bisschen koordinieren muss, habe ich gesagt, ob ihm klar ist, was das für ein Aufwand ist, und er hat eben gesagt, ja, also deswegen ruft er auch mich an, dass man so etwas schafft in zwei Wochen. Da geht es aber damit los, dass man diesen Karren, den man dann sieht, den muss man mal finden. Den gibt es ja auch nicht irgendwo, die stehen nicht rum und ich gehe rein, ich suche einen Karren und der ist da. Also es beginnt bei diesen Details, geht dann bis hin, dass ich es natürlich auch gewohnt bin, mit Schauspielern zu arbeiten. Hier geht es sehr viel um Mimik und Ausdruck bei solchen Bildern. Fußballer sind situationsbezogene Schauspieler, vielleicht nicht für ein Foto, aber ich war dann doch sehr überrascht, dass das dann bei diesem Shooting, also wir haben aufgebaut sicherlich, es waren vier Tage, diesen Karren in diese Schule hinein, in den Theaterraum und Erde aufgebaut etc. Es ist dann natürlich sehr viel im Endeffekt auch entstanden in einer Postproduktion, was zu solchen Projekten gehört. Das ist der liebe Georg Zumbolöf, der hier sitzt, der dann genauso lange nochmal gesessen ist, aus diesem Foto das zu machen, was es jetzt ist. Funktioniert hat dann vor Ort in, glaube es waren 2 Stunden oder 2,5 Stunden als Fotoshooting mit einem Andi Marek, der hier in der Lage ist, alles so einzupeitschen, wie ich das normalerweise selber mache. War sehr erstaunt, dass es jemanden gibt, der das auch, also die Motivation ist dann sehr wichtig, dass man wirklich jeden dazu kriegt, wirklich zu sagen, ich schiebe diesen Karren. Und natürlich kann man den nicht wirklich schieben bei so einem Fotoshooting, weil sonst bewegt er sich und dann funktioniert das alles nicht mehr. Es sind jetzt sehr viele Einzelaufnahmen, die dann zusammengestellt sind, wenn man es auch nicht schafft, dass man 30 Leute alle mit einem perfekten Gesichtsausdruck hat. Also das sind sehr viele Ebenen, die da zusammenspielen, und das macht dann den Aufwand von solchen Projekten aus. Ich finde es toll, dass das ein Rapid Wien Verein macht, Bilder sprechen zu lassen. Das sind wirklich für einen Fotografen die schönsten Herausforderungen. Super, danke.
Nachfrage dazu. Gesagt, muss viel bearbeitet werden, aber man sieht da Spieler und teilweise Geschäftsführer, Trainer, Präsident mit Dreck angeschmiert. Ist das nachbearbeitet worden oder waren die wirklich von euch eingeseift sozusagen? Das war ein Thema, weil wir im Vorfeld hier gezeigt haben, wie es aussehen würde, wenn man es nachbearbeitet. Und ich habe gesagt, das ist immer alles besser, was man wirklich macht. Also es waren hier Maskenbildner vor Ort und mehrere Kübel mit Schlamm, wo wirklich so alle eingeschlampt wurden, was dann das auch unter den Spielern teilweise zu Schlammschlachten geführt hat, gehört auch dazu, aber deswegen schaut es auch echt aus. Also das ist alles real, natürlich die Stadionebene im Hintergrund ist dann eingezogen und Defekte, aber sonst, was man sieht, ist alles echt gemacht und nicht gebaut. Super, danke. Dann kann ich vielleicht gleich den Freddy fragen, du bist das ja wahrscheinlich jedes Jahr gewohnt, man macht ja solche Projekte jedes Jahr im Fußball, war das auch für dich so business as usual? Oder? Viermal im Jahr eigentlich bei uns, ja, weil wir da auch sehr innovativ sind. Nein, war das erste Mal, aber war sehr spannend, einmal mehr unglaublich interessant, wie da alle mitziehen und auch wie die Spieler eigentlich völlig ja, 2,5, 3 Stunden ruhig bleiben und das ja, mit großer Freude auch so mitmachen. Okay, danke. Lukas, vielen herzlichen Dank, du bist ja auch etwas grün-weiß angehaucht, kann man das darf man das sagen? Ja, seit der Kindheit, ja. Okay, sehr brav. Und ich nehme an, falls es von den Kolleginnen oder Kollegen nachher Fragen gibt, du bleibst noch bei uns, ne? Gerne. Dankeschön. Okay. Danke sehr. Also, wie gesagt, gibt nachher für jeden gerne, das ist Erinnerung, das wir ganz schnell gemacht haben. Ich glaube, das finale Foto ist ja gestern sehr spät nach unserem Stammtisch angekommen und wie ihr immer das geschafft habt, dass das so schnell produziert wurde. Dankeschön. Und darf jetzt nochmal den Christoph bitten, abseits dieses Fotoprojektes, das wir natürlich hoffen, dass er großen Anklang findet. Das ist jetzt in diesen Minuten auch an die Redaktionen unterwegs, in sehr schöner, druckfähiger Qualität und hoffen natürlich auch, dass das in der Social Media World seinen Anklang findet. Und wir würden uns freuen, wenn das viele verwenden mit dem Hashtag alle gemeinsam. Aber jetzt noch einmal bitte, Christoph. Ja, danke Peter. Nochmals danke an alle Beteiligten und ich kann hinzufügen, das war wirklich echt. Der Schlamm und der Dreck, mein Hemd hat sich bis heute nicht davon erholt. Aber das macht man dann gerne im Sinne der Sache. Also wie gesagt, ich hoffe sehr, dass dieses Bild für alle nochmal symbolisiert, es wird ein herausforderndes Frühjahr mit viel, viel Kraftanstrengung und dass wir alle gemeinsam mit der Rapid-Familie zusammenhalten, alle gemeinsam einen Unterstützungsbeitrag leisten, um die Mannschaft zu unterstützen, damit wir ein hoffentlich gutes Frühjahr spielen mit hoffentlich möglichst vielen Siegen. Nun zu einigen aktuellen Themen noch darüber hinaus. Sie haben vermutlich unsere Presseaussendungen und Informationen erhalten rund um das Thema Rapid World. Die neue Startseite, die auf sehr, sehr positiven Anklang stößt mit www.start.skrapid.at, wird sehr, sehr positiv angenommen. Der 14. Februar steht vor der Tür, bekannterweise der Valentinstag, diesmal tatsächlich ein Valentinstag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wir haben auch hierzu einige Aktivitäten, bereits von 7. Februar bis 14. ausgewählte Fanartikel bis -40% und auch eine Schatzi-Kombo, wo man mit einem Hashtag RapidSchatzi mit kreativen Fotos gewinnen kann, das Spiel in der Rapid-Loge gegen Admira Wacker zu verfolgen, 15 Euro Gutschein auf der Rapid-Marie und sonstiges. Es wird dann am 14.2. auch eine Autogrammstunde geben, wo alle Rapid-Fans herzlich eingeladen sind. Apropos 14. Februar, auch ein wichtiger Tag, was Geburtstage anbelangt. Der Jahrhundertrapidler Hans Gankl hat an diesem Tag Geburtstag, die Vereinslegende Freddy Körner, als auch Richard Strebinger. Und ich bin mir sicher, dass sich alle ein Geschenk besonders wünschen würden. Und ich hoffe, wir können es gemeinsam am Sonntag auch schaffen und erfüllen, nämlich ein Derby-Sieg. Und somit sind wir von meiner Seite auch schon beim letzten Thema. Das große Wiener Derby steht vor der Tür. Man spürt förmlich in der gesamten Stadt, es gibt seit Tagen nur mehr ein Gesprächsthema. Wurscht, wo man hinkommt. Ob das war in der Autowaschanlage vergangenen Sonntag, wo mir der dortige Mitarbeiter schon sehr intensiv darauf hingewiesen hat, dass das Derby vor der Tür steht und man bitte unbedingt gewinnen möge. Er würde sogar anbieten, eine gratis Autowäsche für alle Beteiligten. Ich denke, das ist nicht der einzige Motivationsfaktor, da geht es um viel, viel mehr. Aber man kann daran schon erkennen, anhand dieser Anekdote, wie dieses Spiel elektrisiert, emotionalisiert und wie groß die Vorfreude darauf ist. Der Rapid-Sektor war innerhalb eines Tages ausverkauft mit rund 2800 Fans, die im Auswärtssektor dabei
dabei sein werden. Und ich bin guter Dinge, dass auch darüber hinaus sehr, sehr viele mit dabei sein werden. Und nachdem der Stefan Schwab heute auch auf der Pressekonferenz mit dabei ist, darf ich an dieser Stelle auch verkünden, dass der Stefan von den Rapid-Fans zum Rapidler des Jahres gewählt worden ist. Herzliche Gratulation. Denk auch ein schönes Zeichen der Wertschätzung, wo die Fans anerkennen, dass der Stefan Rapid verkörpert in jedem Spiel mit 1899%iger Leidenschaft, Einsatz, Siegeswille und Kampfbereitschaft gepaart mit technischer Qualität hineingeht und das sehr, sehr gut angenommen wird. Und herzliche Gratulation dazu. Dazu haben wir uns auch noch was überlegt, aber das dann in einem gesonderten Medientermin. Vielen herzlichen Dank. Fragen natürlich dann im Anschluss sehr herzlich willkommen von Ihrer Seite. Darf von Geschäftsführer zu Geschäftsführer geben, lieber Freddy, kommen wir zum Sport. Darf dich bitten, ein bisschen einen Ausblick schon uns zu geben aus deiner Sicht auf nicht nur das Derby, sondern die Frühjahrssaison und vielleicht eine kleine erste Bilanz deiner Eindrücke des ersten Monats in der neuen Tätigkeit. Gerne, ja, dann fange ich mit dem zweiten an. Es waren sehr intensive Wochen, jetzt seit meinem Start, sehr spannende Wochen auch. Ich habe mir ein gutes Bild schon im letzten Jahr oder gegen Ende des letzten Jahres machen können. Dachte, ich sei gut vorbereitet, bin aber trotzdem überrascht worden, auch von der Kraft, die Rapid hier auch in der Stadt genießt, vom unglaublichen Interessen, aber auch von den Bildern, die ich im Kopf hatte, vom Trainerstaff, von den Spielern, von der Mannschaft, wurde mir zum Teil bestätigt oder sogar noch auch unterstrichen. Du siehst aber auch, dass das eine oder andere Problem sicher noch da ist, was uns dann in Zukunft beschäftigen wird, ob das jetzt nun Trainingsplätze oder Dinge sind, die man auch für die Kampfmannschaft noch verbessern könnte. Ich denke, was gut war, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir alle irgendwo bei Null anfangen, dass wir versuchen, nicht zurückzuschauen. Klar wissen wir, dass Fehler passiert sind, klar wissen wir, dass wir irgendwo in einer Schuld stehen und etwas zurückgeben müssen und wollen, aber trotzdem, wir richten den Blick nach vorne. Schauen auch nicht zu fest auf die Rangliste im Moment, das ist gut so. Vom Bild von der Mannschaft, dass ich so gedacht habe, wurde, und das ist die große Freude eigentlich, dreimal unterstrichen. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die wirklich über viel Potenzial verfügt, für mich einen sehr guten Charakter zeigt, war für mich unglaublich erfreulich, wie sie auch mitgezogen haben in dieser Vorbereitung, auch im Trainingslager, was sicher Sachen durchgegeben hat, was ich nicht so kannte, was wahrscheinlich auch nicht alle Spiele so kannte, aber von morgen früh bis wirklich abends spät immer dabei zu sein und wach zu sein und nicht irgendwo irgendetwas aufkommt, so jetzt wird es dann langsam zu viel, das war für mich sehr, sehr erfreulich. Ich denke auch, sie sind bereit für neue Wege, sie wollen weitergehen und das gibt sehr, sehr gute Gefühle. Das Gleiche kann ich eigentlich vom Trainerstaff sagen, ich habe da nicht viel oder gar nichts dazu beigetragen. Ich habe das Gefühl, dass die sehr gut zusammengestellt sind, hervorragend harmonieren, sich auch gut ergänzen, dass wir da eine gute Stimmung haben und schon auch die Zeichen innerhalb auch setzen können, dass wir gemeinsam einen Weg gehen wollen, einen guten Weg gehen wollen, etwas wieder aufstellen wollen zusammen. Und ja, jetzt ist das erste Spiel am Sonntag und ich weiß, wie unheimlich wichtig so ein erstes Spiel ist, immer und für jede Mannschaft, weil ob das nun der Saisonstart ist oder der Start ins neue Jahr mit dem ersten Pflichtspiel, jeder will gut starten und im Fall wie wir, wo einige Neuerungen haben, ist das dann noch ein wenig wichtiger, kann das auch sehr viel der Mannschaft, dem Verein geben mit deinem geglückten Start, aber wir dürfen da auch nicht irgendwo realitätslos sein. Wir wissen, wer als Gegner da ist und die haben auch enorme Vorteile, denke ich, mental mal. Die wissen, sie können
ja, die kleinsten Hoffnungen, die vielleicht bei uns noch irgendwo da sind, für einigermaßen die Saison zu retten, die können sie mit einem Schlag zerschlagen oder zunichte machen. Und die wollen diese Chance auch packen, das ist ganz klar. Also ich weiß, dass uns ein sehr schwieriger Start voraussteht. Sehr vielen Dank, Freddy. Darf auch unseren Trainer in die Runde holen, unter Anführungszeichen. Daniel, wie dich kennen, du brennst schon richtig auf das erste Spiel. Darf ich dich doch trotzdem vorher bitten, noch kurz auch zurückzublicken, ein Resümee der Vorbereitung, deiner ersten echten Vorbereitung mit Rapid und wie du mit deinen Jungs dann doch zufrieden bist oder warst? Ja, aus meiner Sicht war es so, dass wir eine sehr intensive Vorbereitung miteinander absolvieren konnten. War für mich aber auch sehr positiv, so wie es Freddy jetzt schon gesagt hat, im Vorfeld, die Mannschaft ist wirklich sensationell und super mitgezogen, hat echt Spaß gemacht, mit der Mannschaft zu arbeiten, konnte jetzt auch das Gefühl einmal für mich, was wichtig war, dass ich auch was zurückbekomme oder in den Testspielen dann, okay, wir arbeiten sowas unter der Woche, dann geht es zu einem Testspiel, da versuchst du diese Dinge umzusetzen, das bekommst du dann auch in Phasen retour. Es ist vielleicht noch nicht alles so, wie man sich alles vorstellen, die Abläufe sind noch nicht bei 100%, aber die Mannschaft ist sehr, sehr bemüht, dass sie viele Dinge gut umsetzen, machen sich Gedanken am Platz, neben dem Platz, was mir auch sehr wichtig ist, nicht nur am Platz, das Training dann, das wir absolvieren, wie wir das gestalten, sondern sich auch dann daneben sich intensiv mit dem Beruf Fußball auseinanderzusetzen und ja, diese Inputs wollte in der Vorbereitung der Mannschaft geben. Ich denke, es ein paar Inputs haben richtig gut gefruchtet. Ja, sonst kann ich nur Positives jetzt berichten, das uns auch fürs Wochenende sehr, sehr zuversichtlich stimmt, dass wir was mitnehmen können, dass wir das Gefühl haben, wir fahren zum nächsten Gegner hin, wo wir 3 Punkte holen können, dass wir eine Mannschaft am Platz sehen, die gewinnen möchte, die das auch aber am Platz dann so zeigt, mit der Körpersprache, mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielt, als Mannschaft, als Team auftritt und ganz einfach dieses Team im Vordergrund stellt. Und so möchten wir dann am Sonntag auch die ersten 3 Punkte, wenn möglich, einfahren und so wollen wir uns auch präsentieren. Danke, damit darf ich noch eine Zusatzfrage starten. Mit dem Stefan Schwab sitzt der Spieler neben dir. Da haben wir wahrscheinlich im Dezember alle miteinander geglaubt, vor dem März wieder die nicht zur Verfügung stehen. Jetzt hat er ein Comeback gegeben, in einem Testspiel zumindest. Wie schaut es ansonsten aus der Sektorpersonal aus? Ja, ich glaube, das wird Stefan Schwab dann selbst beantworten, aber grundsätzlich bin ich ja in sehr engem Kontakt mit meinen Jungs, wo ich persönlich oft mit ihnen Gespräche führe. Das werden wir morgen dann tun, der Stefan und ich. Er hat jetzt die zweite volle Woche mit der Mannschaft absolvieren können und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns da ganz ehrlich und offen austauschen. Wo steht er? Wie geht es ihm? Kommt über die 90 Minuten Distanz halt auch wirklich so hinweg, wie er sein Spiel gestaltet? Jeder kennt den Stefan sein Spiel, er investiert sehr, sehr viel in sein Spiel hinein, scheut keinen Zweikampf, versucht in der Offensive der Mannschaft zu helfen, in der Defensive, ist ein hervorragender Box-to-Box-Spieler für den SK Rapid unheimlich wichtig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den einen oder anderen angeschlagenen Spieler. Wir haben jetzt Schösswendner dazu bekommen ins Team, der seit 2 Tagen jetzt mitarbeitet, wo wir dann auch abschätzen müssen, kann uns von der Bank wirklich dann auch so helfen, dass er dann wettbewerbsfähig ist. Und ansonsten haben wir natürlich mit den Langzeitverletzten Mocenic mit Knorpelschaden im Knie, Jelic, Muskelriss in der Wade, Schobersberger mit Knochenmarksödem und Jan Novota, der jetzt die Schulterbeschwerden hat, da müssen wir jetzt abwarten mit seinem Überbein, wie sich das jetzt weiterentwickelt, die jetzt Langzeitverletzte für uns sind. Und Maximilian Wöber, der jetzt dann sehr bald schon ins Fitnesstraining hineinkommt und demnächst zur Mannschaft können wir davon ausgehen, der Schrammel und Hoffmann, Maximilian, schon nächste Woche bei uns wieder im Trainingsbetrieb dabei sein können. Vielleicht geht es sich bei Maximilian Hoffmann aber auch morgen schon was aus. Wir werden morgen nach dem Training noch einmal entscheiden. Auch ein sehr wichtiger Spieler, der eine tolle Vorbereitung jetzt mit der Mannschaft mitgemacht hat und werden dann mit ihm entscheiden, wie es mit Schmerztabletten und entzündungshemmenden Möglichkeiten, da vielleicht noch einmal einsatzbereit zu machen für Sonntag. Aber wie gesagt, das mache ich mit den Jungs dann immer persönlich und werden die beste Entscheidung für die Mannschaft treffen. Vielen herzlichen Dank und last but not least, Stefan, natürlich auch von meiner Seite Gratulation zur Wahl zum Rapidler des Jahres. Ist schon fast traditionell, dass wir das online machen seit dem Jahr 2001. 48% der Stimmen haben nur wenige Sieger gehabt. Ich nehme an, auch für dich ein toller Beweis für deine Rolle bei Rapid.
Und darüber hinaus darf ich dir anbieten, ein paar Worte, wie es dir persönlich geht und was du dir und vor allem auch die Mannschaft für Sonntag und für die Frühsaison vorgenommen haben. Ja, als erstes einmal danke natürlich an alle Rapid-Fans, die da für mich abgestimmt haben. Macht mich natürlich stolz und ist ein Beweis dafür, dass man ja, gut ankommt, dass man in die Spiele alles reinhaut und das schätzen die Fans. Und bin jetzt auch glücklich, dass ich einer von fünf Spielern in den letzten Jahren sein darf, der auf dieser Liste steht. Und ja, ist eine super Geschichte auf jeden Fall. Ja, persönlich geht es mir ganz gut, wie der Trainer richtig gesagt hat. Bin jetzt die zweite volle Woche im Training. Im Trainingslager habe ich auch schon einige Teile mit absolviert. Und ja, es wird wirklich von Training zu Training und von Woche zu Woche besser. Es schaut wirklich sehr gut aus. Ich bin ein bisschen schneller in der Genesung, wie es alle erwartet haben. Und ja, ich habe halt auch alles dafür unternommen, dass ich so schnell wie möglich fit wäre. Ist gut. Trotz allem haben wir leider noch immer eine lange Verletztenliste. Und jeder Spieler, der da irgendwie zurückkommt, hilft der Mannschaft. Es ist wichtig, dass da alle Spieler jetzt fit werden, weil wir werden jetzt über die 16 bzw. 19 Spiele ziemlich alle Spieler benötigen. Und ja, wir sind eine Mannschaft und deshalb ist es wichtig, dass wir alle fit sind. Und ich bin froh, dass es bei mir jetzt einmal ganz gut ausschaut. Super, vielen Dank. Nur eine ganz letzte Frage von mir, in dem Fall abseits des Sports, weil ich auf dem Foto nochmal entdeckt habe, wie du da so richtig im Dreck drinnen knierst. Wie war das für euch Spieler, dieses Fotoshooting und wie seid ihr oder was sagst du persönlich auch zu dem endgültigen Motiv? Ja, wir haben natürlich einige Termine bei Rapid, abseits des Sportes auch, aber so ein Fotoshooting ist trotzdem was ganz Besonderes auch für uns gewesen. Ich glaube, dass noch kein Spieler selber mit Dreck eingeschmiert worden ist. Wir sollen zwar vielleicht ab und zu nach dem Spiel so ausschauen, aber beim Fotoshooting sind wir auch noch nie so eingeschmiert worden. Und ja, ich glaube, wir haben uns einen Spaß gemacht. Es war dann lustig. Und ja, wie gesagt, das waren dann zwei Gruppen. Es war für jeden Spieler ungefähr eine Stunde, sage ich jetzt einmal. Und von dem her war das absolut in Ordnung. Und ich glaube, das Foto ist wirklich toll gelungen. Und ja, ist sicher was auch für später, das ist meine Erinnerung bei heute und wird sicher irgendwo einen schönen Platz einmal bei uns alle irgendwo im Haus oder wo auch immer finden. Alles klar. Ich danke herzlich und darf um Ihre Fragen bitten. Aufgrund der Absenz vom Kollegen Hackl muss natürlich auch im Jahr 2017 jemand andere die Rolle übernehmen, vielleicht Kollege Lang. Natürlich, bitte die Jenny bringt da selbstverständlich gerne das Mikrofon. Relativ simpel, Stefan, geht sich das jetzt aus für den Sonntag, um anzufangen, 90 Minuten durchzuspielen, um nur auf der Ersatzspielerbank zu sitzen, oder ist es nur Spekulation, um die Austrianer zu beschäftigen, ob Schwab doch aufläuft und ihnen Probleme bereitet? Nein, ich muss ehrlich sagen, dass das in meinem Kopf überhaupt keine Rolle gespielt hat oder auch nicht spielen wird. Vom Knöchel her ist es sehr gut, also es fühlt sich wirklich gut an. Ich habe keine Probleme beim Schießen überall. Natürlich habe ich einen Trainingsrückstand, habe nicht die ganze Vorbereitung voll absolviert. Ist jetzt schwierig für mich zu beantworten, ob ich voll über 90 Minuten gehen kann. Das entwickelt sich ab und zu dann immer im Spiel. Ich kann nur sagen, dass vom Knöchel her kein Problem sein sollte. Und den Rest werden wir ja, heute Morgen besprechen und schauen, wie sinnvoll es ist oder wie sehr ich dann der Mannschaft schlussendlich helfen kann oder halt auch natürlich taktische Elemente mitbringen kann, die wichtig sind. Aber ja, ich bin guter Dinge, dass das okay ist, dass passen sollte. Aber wie gesagt, ob es dann für ein paar Minuten reicht oder für länger, das kann ich mit dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten. Dankeschön. Martin, Zusatzfrage? Oder? Ja, ja. An den Trainer, was erwartet uns da? Wir sind ein sehr akribischer Arbeiter, ist mit einer unter Anführungszeichen neuen Rapid-Mannschaft zu rechnen in der gesamten Kompaktheit, in der Qualität, im Druck nach vorne um die Austria, die wahrscheinlich sie jetzt von ihrem Stil her wenig verändert hat, ihre Effizienz zu knacken. Ja, also grundsätzlich sind wir jetzt auch nicht neu. Ich glaube nicht, dass ein Neuzugang irgendwo daherkommen ist oder dass wir jetzt neue Spiele integrieren müssen. Auf der anderen Seite haben wir versucht, die Mannschaft sportlich zu verbessern, stabiler zu werden, auch vielleicht Umschaltsituationen der Gegner zu unterbinden, dass wir ganz einfach eine gute Balance finden zwischen Offensive und Defensive und ja, dass wir einfach unsere Stärken, die wir auch haben, ganz einfach festhalten, dass wir diese Elemente ins Spiel hineinbringen, dass wir auch Qualität haben. Ich denke, das ist unbestritten. Das
sehe ich natürlich jeden Tag im Training, und aber an die Dinge musst du auch glauben und wirklich dann am Tag X, eben am Sonntag, 16 Uhr abrufen. Und auf diese Dinge haben wir natürlich sehr viel Wert gelegt. Und ja, ich glaube, beide Mannschaften wissen nicht wirklich, wo sie stehen. Dann am Ende, über 90 Minuten hinweg, es sind viele Testspiele, die wir gespielt haben, über Halbzeit, wir haben viele Spieler zum Einsatz gebracht, wir haben versucht, wirklich den ganzen Kader gut auszubilden, damit, wenn es einmal Ausfälle gibt, auch in Zukunft, dass wir das dann ganz einfach viel besser ausmerzen können, dass wir als Team einstehen. Und ja, nach 4 Wochen, das ist eine eher kurze Vorbereitung, aber eine sehr intensive und gute Vorbereitung war es. Und wir freuen uns jetzt einfach auf dieses Spiel am Sonntag. Mit der Brisanz, dass es ein Derby noch ist dazu in Wien. Und wir mit der Chance natürlich auch wissen, dass wenn wir dieses Spiel gewinnen und dann noch ein ausstehendes Derby bei uns zu Hause, wo wir auch eine ganz klare Zielsetzung haben, wo wir sagen, wir wollen zu Hause auch wieder eine Macht werden, dass es ganz schwierig ist, hier Punkte zu holen. Ja, dann kann man davon ausgehen, dass es nur noch 4 Punkte sind, wenn wir dieses Spiel gewinnen können am Sonntag. Das ist uns allen bewusst. Und genauso müssen wir auftreten. Selbstbewusst, zielorientiert, schauen, dass wir jeder seine Leistung auf den Platz kriegen. Und auf das freue ich mich, zu sehen einmal, wie können wir das schon abrufen. Kleine Zusatzfrage, mein letzter dann. Nehmen Sie den Druck oder versuchen Sie ihn intern wegzunehmen, denn die saloppe Formulierung ist ja immer, um diese Aufholjagd auch wirklich zumindest zu beginnen, muss man gewinnen, unter Anführungszeichen, gegen die Austria. Also wären die Violetten da ja eher im Vorteil. Ja, viel wichtiger, wir wollen gewinnen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Müssen, glaube ich, dort mein Leben nur eines. Das ist das, was uns auch eben bevorsteht. Aber wir wollen das Spiel gewinnen. Und die Mannschaft wird alles daran setzen. Davon bin ich überzeugt. Sie brennen, du merkst es im Training. Und alles andere werden wir dann sehen. Nein, wie schon gesagt, Druck wegnehmen oder nicht. Ich glaube, jeder hat Druck. Das hat sie in der Redaktion, das haben wir als Trainer, das haben die Spieler am Platz und ist uns bewusst. Bei Rapid ist es auch so, dass du mit Druck umgehen musst. Das ist auch eine Qualität des Talentes. Kannst du dann unter Druck auch deine Leistung abrufen? Das ist das, was, denke ich, gerade Freddy Pickel und ich auf das schauen werden, auch in der Entwicklung der Mannschaft das ganze halbe Jahr. Abseits der Brisanz am Sonntag wollen wir schauen, können wir ein richtiges Siegerteam, irgendwo ein Meisterteam aufbauen für die Zukunft. Können sie dann in so wichtigen Spielen auch ihre Leistung am Platz kriegen? Das ist genauso wie Talent, und auf diese Dinge werden wir natürlich schauen, dann auch mit der richtigen Einstellung dabei zu sein. Das erwarte ich mir. Mit seiner guten Einstellung, Disziplin, Siegeswille, positiver Typ zu sein und nur Lösungen zu suchen, wie kann man erfolgreich werden. Dankeschön. Danke, Martin. Bitte, Alex Huber. Eine Frage an den Trainer. Es wird sehr oft die Körpersprache erwähnt. Ich würde bitte um eine bisschen genauere Erklärung wünschen, was genau das Ziel war und wie sehr diese veränderte, positivere Körpersprache jetzt auch schon zu sehen ist bei den Spielern. Danke. Na gut, dann kann ich dir ein Meeting einladen, wenn ich da das alles beantworten soll. Also grundsätzlich ist es mir noch wichtig, ich glaube, das reicht, wenn ich das beantworte, dass ich sehen will, dass ich einen Spieler am Platz habe, der ist nicht nur mit Sprache andeutet, dass er erfolgreich sein will. Es ist immer schön, wenn man da sitzt jetzt und sagt, wir wollen das Spiel gewinnen und wir werden das Spiel gewinnen, und verspricht da Dinge, die ja, einfach nur verbal passieren. Die müssen ja dann gelebt werden, diese Dinge. Und das ist das, was sich unterscheidet zwischen einem, der das einfach immer nur in Worten fasst, aber es dann zu leben, die ganzen Situationen, das ist das, was ich dann beurteilen kann. Diese Dinge, glaube ich, traue ich mir zu, das zu sehen am Platz. Wir reden von hochtalentierten Spielern. Wenn wir kritisieren, dann kritisieren wir auf ganz hohem Niveau, weil wir haben lauter hervorragende Spieler. Und ja, das sind die Dinge, die ich jetzt in kurzen Worten dazu sagen kann. Und alles andere, denke ich, ist ein Prozess, der da jetzt sich nicht ausgeht, und vor allem mit der Ansprache, was wir gehabt haben heute, knapp bei 25 Minuten, bis wir zum Sport gekommen sind, denke ich, das wird auch alle Facebook-User und alle, die was da jetzt irgendwie live dabei sind, die werden schon bald umfliegen, weil die Mittagspause werden sie nicht haben. Vielleicht noch ganz kurz eine Frage an den Stefan Schwab. Die Verletzung ist genau im Derby passiert. Ist das in irgendeiner Weise dann im Kopf drinnen, dass man halt wieder gegen diese Mannschaft dann das Comeback gibt, oder ist das eigentlich völlig egal? Also für mich persönlich spielt es keine Rolle.
Natürlich ist jetzt gleich wieder das gleiche, also der gleiche Gegner, aber im Grunde genommen ist mir ohne Fremdeinwirkung passiert und es hätte gegen jeden Verein, in jedem Stadion passieren können. Von dem her ist Vergangenheit und für mich ist das wieder abgeschlossen. Dann ist die Chance da, den Schuss fertig zu machen. Ja, was ich gelernt habe, ist, dass ich öfter mit dem linken wie mit dem rechten schießen soll und das war es wieder. Okay. Danke sehr. Ja. Weitere Fragen? Bitte, alles. Sehr. Kurzer Weg, alles steht da, bitte. Eine Frage an den Trainer. Man liest, dass die Einser-Position offen ist, dass da zwei Kandidaten gibt. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht erfahren, wer am Sonntag im Tor stehen wird, aber kann man davon ausgehen, dass derjenige, der spielen wird am Sonntag, auch das weitere Frühjahr im Tor stehen wird oder könnte es da so ein Wechselspiel geben? Richtig. Richtig. Geht nicht. Richtig. Wird weiterspielen. Lange Frage, kurze Antwort. Gibt es weitere Fragen, ob kurz oder lang? Oder Martin Lang oder ja, Alex Uhr? Ja. Eine Frage an den Herrn Bickel. Sie haben in der Schweiz schon viel erlebt. Gibt es aus Ihrer Sicht vergleichbare Derbys und wie erleben Sie das jetzt in Wien? Also Sie haben gestern auch beim Stammtisch erzählt, dass Sie doch ein bisschen überrascht waren, wie sehr die Menschen das auch bewegt. Ja, natürlich kenne ich Derbys. Ich war bei Grasshoppers und beim FC Zürich, was auch etwas speziell war vielleicht und was da in Wien auch nicht alle Menschen so nachvollziehen können. Das war dann für uns auch immer sehr, sehr speziell, egal auf welcher Seite. Es war auch eigentlich die schönste Zeit jeweils in Zürich, weil die ganze Stadt einmal wirklich vom Fußball gesprochen hat und das sonst nicht so ein großes Thema war. Und ich dachte immer, das ist etwas ganz, ganz Großes und kannst du vielleicht mit Wien vergleichen, aber das kannst du nicht vergleichen, wirklich nicht. Du spürst, dass das hier noch, wie soll ich denn sagen, noch wilder, noch emotionaler ist. Seit dem ersten Tag, wo ich hier bin, spricht man eigentlich nur von diesem Auftaktspiel und ich spüre schon, wie alle Leute auf diesen Sonntag jetzt auch hinzittern oder gespannt sind auf diesen Tag. Natürlich auch bei mir so. Derby war immer etwas Spezielles und jetzt ist es einfach noch ein wenig spezieller. Danke sehr. Roland, bitte. Eine Frage an den Herrn Bickel. Sie haben es, glaube ich, zum Auftakt schon angesprochen, aber dennoch noch einmal die Nachfrage bei einer Niederlage. Wäre der Rückstand auf die Austria schon 13 Punkte? Da kann man dann eigentlich sagen, das internationale Geschäft, das ja angepeilt wird, ist dann wohl nur noch über den Cup zu erreichen. Ich nehme an, der Verein ist sich über den Ernst der Lage bewusst, oder? Ja, sind wir uns bewusst und ich denke da auch, dass wir dem sehr, soll ich sagen, sehr bewusst entgegenschauen und darum habe ich auch gesagt, es bringt nichts zurückzuschauen, es bringt auch nichts groß auf die Tabelle zu schauen, denn wenn man realistisch bleiben will, dann muss man klar sehen, wir wollen unbedingt nächstes Jahr europäisch spielen. Wir wollen sicher alles dafür machen, was wir können, aber es ist uns auch bewusst, dass wir auf die Gegner angewiesen sind. Wenn die nicht unglaublich ins Wanken kommen, dann wird uns kaum eine Chance bleiben. Einfach nur auf den Köp zu setzen, das ist immer schwierig. Auch der Köp hat seine eigenen Gesetze, das wissen wir. Also ich denke, mit dem Gedanken zu gehen, jetzt müssen wir da gewinnen, zum europäisch eine Chance haben, sind wir nicht sehr gut beraten. Wir müssen nehmen, was kommt. Wir müssen schauen, dass wir bereit sind und die Chance packen, wenn uns die Gegner dazu die Chance lassen, noch einmal ins Gespräch zu kommen, mindestens europäisch dabei sein zu können. Danke, Roland. Bitte, alles wieder nochmal. Gerne. Daran anschließend eine Frage an den Geschäftsführer Wirtschaft. Es ist oft die Rede davon, dass man will eine Meistermannschaft aufbauen, so schnell wie möglich. Da gehören wahrscheinlich Transfers auch dazu. Sollte das jetzt nicht funktionieren mit der Europacup-Teilnahme, inwieweit wird da die Transferpolitik im Sommer davon beeinflusst?
Ich habe das eine oder andere Mal schon betont, dass wir grundsätzlich in der Budgetierung davon ausgehen, dass wir über den nationalen Bewerb die schwarze Null schaffen, mit entsprechenden Tabellenzielsetzungen. Allerdings, jetzt warten wir mal ab, die nächsten Spiele, schauen wir uns, wie die Entwicklung ist, dann tatsächlich an, und dann wird der Damir, der Fredi und ich uns zeitgerecht zusammensetzen, um einerseits die wirtschaftliche Situation zu besprechen und andererseits auch die Wünsche, die es gibt, sodass wir dann zeitgerecht die notwendigen Entscheidungen treffen. Danke sehr. Alles? Nachfrage noch, oder? Passt, passt. Bitte, Mikro zwei nach vorne. Johannes, bitte. Stefan, bist du aus der Verletzung jetzt anders zurückgekommen? Hast du mehr an deiner körperlichen, sonstigen Fitness gearbeitet? Beziehungsweise kann man das sagen, dass eine Verletzung einen Spieler auch anders weiterbringen kann? Ja, natürlich. Also eine Verletzung, auch wenn so negativ ist, aber man muss das Beste draus machen dann, und da habe ich am ersten Tag dann versucht, das Bestmöglichste rauszuholen, und ich glaube, deshalb bin ich ein bisschen schneller fit geworden, wie es erwartet worden ist, und natürlich versucht man da an die Defizite, die jeder Spieler einfach auf der Welt hat, zu arbeiten, und es ist jetzt nicht meine erste größere Verletzung, es waren schon zwei dabei, und ja, ich glaube, ich bin aus jeder Verletzung eigentlich natürlich im Laufe der Saison dann stärker zurückkommen, dann hat mich nach vorne gebracht, und bin guter Dinge, dass das jetzt auch bei dieser Verletzung wieder der Fall sein wird. Dankeschön. Scheinen die Fragen noch nicht ausreichend beantwortet. Bitte nochmal, Johannes, was du lieb bist, nochmal Retour zum Doppelpass, zum Alles. Noch eine Frage an den Trainer. 10 Punkte derzeit der Rückstand auf die Austria. Ist der Unterschied auch in der Realität deiner Meinung nach so groß, oder entspricht da die Tabelle nicht wirklich der Wahrheit? Es ist, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Es ist so zu akzeptieren. Da zahlt der Modestär wie immer seine eigenen Gesetze. Da, glaube ich, ist die Tabellensituation nicht unbedingt immer das Entscheidende. Aber nach 20 Spielen haben sie 10 Punkte mehr. Und das ist so zu respektieren. Dankeschön. Okay, ich glaube, das war's. Und danke sehr herzlich fürs Interesse. Wie gesagt, gerne für jeden das Mitbringsel für zu Hause. Eines dieser wunderbaren Bildmotive. Ich darf vorher noch kurz bitten, den Orte, dass wir ein Foto machen mit dem Protagonisten, die drauf sind, und dem Fotografen. Jetzt wieder mein Fotograf fotografiert. Und Bilder gibt es dann nachher hier vorne. Dankeschön und Mahlzeit und bis Sonntag im Prater. Ja, das war die Pressekonferenz in voller Länge. Ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen. Wir sind am Sonntag dann wieder für euch im Einsatz, wenn es dann zum 320. Wiener Derby kommt. Dann wünsche ich Ihnen noch bis dahin eine kurzweilige Woche. Alles Gute.